Erstens, weil ich FDM kennengelernt habe und weil ich glaube, dass man eben in einer größeren Vereinigung auch mehr erreichen kann und Gedankenaustausch, Technikenaustausch und einfach sich selber auch korrigieren kann, einfach viel lernen. Weil ich mir gedacht habe, dass es gut ist, in einem großen Netzwerk zu sein, wo einerseits die Patienten einen auch finden können und auf der anderen Seite auch ein Netzwerk, um andere Kollegen, FDM-Therapeuten zu finden. Und der dritte Grund, um immer auf dem neuesten Stand zu sein bezüglich Fortbildungen, Seminaren und Kongressen. Ich bin EFDMA-Mitglied, weil ich bei erfahrenen Therapeuten gratis hospitieren kann, was ich schon öfters genutzt habe. Und weil ich der Meinung bin, dass dieser gemeinnützige Verein gefördert gehört, damit noch viele andere Therapeuten davon profitieren können. Mert fontosnak tartom, hogy legyen egy szervezet, ami összefogja a terapeutákat, és hogy elérhetők legyünk a betegek számára. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass es sind Menschen, die vielleicht eine ähnliche Idee haben von der Arbeit und was ihnen grundsätzlich wichtige Sachen sind. Und da habe ich gesagt, okay, da möchte ich dazugehören. So. Because I believe in FDM and I hope that one day every patient will have the opportunity to see an FDM therapist. Weil es eine gute Sache ist, weil wir das Ganze als Netzwerk betreiben sollten und einfach wichtig ist, dass wir verbunden sind, gemeinsam die Dinge machen und uns zu den Fortbildungen treffen. Weil ich denke, dass es wichtig ist, das zu unterstützen. Je mehr Leute da drin sind, desto besser. Und ja, das ist meine Intention. Weil die FDMA der beste Verein der Welt ist. Also ich werde Mitglied bei der FDMA, weil ich FDM seit Jahren anwende und es die einzigste wirksame Therapie ist, die ich hier erlebt habe. Und man muss die FDMA auch stärken, indem man viele Mitglieder dazu gewinnt. Und von daher, toi toi toi, FDMA.